glaube, ich wollte was mit an die Hand geben, das hilft zu verstehen, die Korrelation von Belastung und Crash. Und mit diesem Buch ist mir das selbst möglich gewesen und ich wollte, dass dieses Buch anderen auch hilft. Also habe ich die 10.000 Euro Schulden aufgenommen. Ich habe einfach darauf vertraut, dass die Bücher verkauft werden, auch ohne Werbung. Und gestern wurde das 250. Positive Pacing Buch verkauft. Das heißt, meine Schulden haben sich halbiert. Natürlich hätte ich Geld damit verdienen können, aber ich wollte nicht, dass der Endpreis so hoch wird. Diese Druckerei berechnet 6 Euro für Verpackung und Versand. Und anstatt die mit auf die Rechnung zu setzen, habe ich gesagt, ich übernehme das. Und wie ihr euch selbst schnell ausrechnen könnt, das ist kein Geschäft, bei dem es primär darum geht, Geld zu machen. Denn niemand nimmt 10.000 Euro Schulden auf, um, wenn alles gut läuft, 1.800 Euro zu haben. Doch es ging mir nie darum, Geld damit zu verdienen, sondern auch vorzuleben, was Selbstwirksamkeit bedeutet. Das, was wir brauchen. Wenn es das nicht gibt, dann machen wir das selbst.